Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. So, es geht weiter in der Reihe Need for Speed alte Spiele oder alte Need for Speed Teile mit Most Wanted, mit dem originalen Most Wanted, mit dem guten Most Wanted aus 2005. Es war ein Krampf, das Spiel zum Laufen zu bringen. Flüssig. Es hat die CD nicht erkannt. Bla bla bla. Jede Menge Quatsch, die da passiert ist. Warum auch immer. Aber wir können jetzt endlich, ich hoffe es. Warum zeigt jetzt die Lautstärke an? Ich habe überhaupt nichts geändert. Ja, Karriere. Die Karriere fortsetzen. Nee, habe ich nicht. Neue Karriere. Wir fangen von Anfang an an. Ja. Ja, ja, mach mal hier. Komm, so, ja, bla, bla, bla. Ich heiße folgendermaßen. Ja, mach einfach. Ja. Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Ich fahre, es läuft. Oh, es läuft gut, ja. So, wie kann man jetzt hier. Das war nicht Nitro. Boah, die Steuerung. Nein! Alt war das, scheiße. So, erstmal hier volles Nitro zünden. Ja, jetzt kommen die schönen Zwischensequenzen vor 6 Tagen. Ankunft in Rockport City. Oh yeah.
hast du dich möglicherweise verfahren. Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen. Jawohl, damals hatte Need for Speed noch Story. So muss das sein. Jetzt erstmal gegen Rönni fahren hier. Rönni McDönni. Guck mal hier, der kann doch nichts. Weg zieht, ja. Boah. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die ist sehr direkt, also unrealistisch. Direkt unrealistisch. Uhuhu. Gott, nein. Ah, ja. Boah, aber viel geiler als in Underground. Man kommt hier um die Kurven rum. Das war in Underground ja nicht der Fall. Das ist toll. Was fahren wir eigentlich hier? Zeitfahren finde ich gut. Erstmal alles mitnehmen, was geht. Aber das zählt hier noch nicht, ne? So kollateralschadenmäßig. Ach ne, da war ja in der Verfolgung. Das sind wir ja gar nicht. Noch sind die Cops uns fern. Mehr oder weniger zumindest. Außer das krosse Croissant, das will irgendwie was von mir. Ich weiß nicht genau was. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin neu hier in der Stadt. Aber der Rönni kann echt nichts. Guck dir den mal an. Aber das Rennen darf ich jetzt wenigstens gewinnen, oder? Ich kann ja auch Pinsel bleiben. Es passiert einfach nichts. Ist der Mann lenkt gegen. Das Nitro sich wieder voll lädt, da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. So, hier. Startziel. Läuft. Schönes Zielfoto mit 189 km geblitzt. Kostet 10.000. Ach nee, die kriegen wir. Toll! Weiter. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe! Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahre nicht gegen Nobodies.
Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erst mal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun, oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Boah, mal dieser Angeber, meine Güte. Der ist mir doch unsympathisch irgendwie. So, wir fahren aber erstmal gegen einen Japaner im deutschen Auto in Amerika. Behaupte ich es einfach mal. Der natürlich auch nichts kann, wie man hier schön sieht. Ja, perfekten Start erwischt mit Nitro, das sich wieder auflädt, ja. Gegen die Sonne. Oh, und da kommt was, warte, wo war der Speedbreaker? Ja, nein, das war nicht der Speedbreaker. Fuck, ging jetzt nochmal. Wo war der Speed? Kann ich die Steuerung mal eben kurz ein bisschen justieren? Ah, Steuerung, Tatsache. Das ist cool. Das ist gut. Handbremse, Leertaste, das ist gut. Speedbreaker, Steuerung rechts. Das gefällt mir nicht. Hochschalten, umschalten, das können wir so lassen. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier Drag-Rennen gibt. So, weiter geht's. Jawoll! So, jetzt geht die Party ab. Warte. So, jetzt hier so. Oh, okay, das war mega fail. Ich brauche jetzt mal Eingewöhnungszeit, ist klar, ne? So, jetzt hier, guck mal. So, fahr mal an die Wand, Freundchen. Ich bin weg. Nein! Jetzt kommt dieser Asiater wieder an. Was soll das denn? Moment. Oh, hier. Schönes Manöver. Einfach mal ganz fair innen reingebremst. So muss das sein. Die Steuerung ist halt so direkt. Das ist, als ob du ein Kart fährst, weißt du? Einfach ein überdimensional großes Kart. Wo sind die Pups hin? Weg. Och, die haben auch nicht lange gehalten. Oh, das ist Kaffeepause. Kann natürlich auch sein. Dann halten die sich ja traditionell alle am Donaustand auf. Ist kein Gerücht. Ist die absolute Wahrheit. So, hier, nochmal Vollgas und dann haben wir auch das nächste Rennen gewonnen. Seit wann ist denn das Spiel so leicht? War das schon immer so? Ich weiß es nicht. 265 km/h, das ist doch schon mal besser als 195 oder was das war. So, vor 2 Tagen. Story geht weiter. Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. So, gegen 4 möchte gern Fuzis erstmal wegfahren. So. Kann man die Ansichten eigentlich irgendwie durchschalten? Okay, das klappt überhaupt nicht. Das klappt auch nicht. Keine Ahnung, was da für eine Taste ist. Okay. Man kann nicht alle Kurven Vollgas nehmen. Ist schon was länger her, dass ich das Spiel gezockt habe. Es ist nicht so, dass ich das nur einmal damals durchgespielt habe. Das habe ich viel, sehr oft gespielt, weil es einfach mega geil war und immer noch ist. Immer noch besser als der zweite Teil. Aber das ist auch keine Kunst. Der war ja grottenschlecht.
Ach, Hundkursrennen, jawohl. Ah, die Gegner kommen etwas näher, das gefällt mir nicht. Die müssen wir wieder ein bisschen auf Abstand halten. Wo sind denn die Cops schon wieder hin? Die könnte ich mal gebrauchen. Macht doch Spaß, die so wegzubumsen und so. Man könnte auch ein bisschen mit Handbremse arbeiten. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie gut die ist. Leertaste war doch nicht. Probier ich gleich mal aus. Wir haben immerhin über 200 Meter Vorsprung. Ich erhöhe auf 300. Nitro. Ich vergesse es immer wieder. Nitro lädt sich selber auf. Das ist fantastisch. Die Wand habe ich heute auch schon zum zweiten Mal geknutscht. Und Nitro, komm, gib ihm. Oh, warte mal. Jetzt probieren wir das mal aus. Ach, wow. Traum. Bitte anbremsen, Traum. So, machen wir das gleich nochmal. Mit Nitro rausbeschleunigen, wunderbar. Tja, ich glaube, mit dem Namen machen, das haben wir geschafft. Die anderen haben keine Chance, wir sind halt die Besten. Gutes Rennen, dein Stil gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Na, du Angeber? Ich find's gut, dass du dich hierher traust, wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Eine schöne Karre hat er ja. Das ist beides schön. Aber, Mr. Racer, ich sag mal adieu. Ich bin weg. Also adieu. Au revoir. Adios. Tschüss. Aber das ist ja dieses berühmte Rennen, was wir eh nicht gewinnen. Also, ne? Der Wagen macht gleich ominöserweise schlapp. Da habe ich einen riesen Ölfleck, ja. Getriebe schwitzt halt ein bisschen. Kann passieren. Aber ich behaupte, das ist Sabotage. Wir wurden sabotiert von irgendeiner Person. Was man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, als man das Spiel zum allerersten Mal gespielt hat und sich nicht hat spoilern lassen. Oh. Ich nehme... Na, lassen wir den mal in Ruhe da. Aber wir können... Nee, können wir nicht. Eine Gruppe von Rasern. Das ist einer, der ein bisschen zügiger fährt, ein Vollidiot. So, hier, ich ramme auch, wenn's nötig ist. Oh, was haben wir denn da? So, ich muss damit Spaß haben. Plock! Ich weiß, das kostet unheimlich viel Zeit, aber... Ein bisschen Spaß muss sein. Da ist der Racer ganz schön klein. Ah ja, ihr könnt doch alle nicht. Ich versuche hier keinen auszuschalten. Ich empfehle euch, das Licht anzuschalten. Es wird gleich dunkel. Hey, das ist noch einer. Ach, hat keine Chance. Die Polizei wegelt hier mit ihren... Was sind das? Ford Crown Victoria Dinger? Die Standard Dinger da von der Polizei. Mit 3 PS. Und 30 km/h Topspeed. Ich weiß, es ist leicht übertrieben, aber... Hey, an deiner Karre stimmt was nicht. Da ist ein riesen Ölfleck an der Startlinie.
schnell beenden, okay? Bin dabei, Mia, wenn das Mia war. Wo fahre ich denn hier lang? Yeah, Action. Danke für die Karre. Für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben. Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. So, Autoauswahl. Tja, was können wir denn wählen? Wir haben, okay. Wir können uns entscheiden zwischen 4 schönen Vehikeln. Golf GTI, Chevrolet Cobalt SS, ein Fiat Punto und ein Lexus IS 300. Normalerweise gehe ich immer nach dem Aussehen, aber tatsächlich hat der Golf GTI so die besten Werte. Ah, ich nehme den. Schade, geht nicht. Blöd. Aber der ist schöner. Ah, der ist besser. Ah, den kann ich mir eh nicht leisten. Blöd. Oder? Ja, komm, dann muss ich den Kobalt nehmen. Den Kobold. Ja, gib her die Karre. Jetzt habe ich einen wunderschönen Stock-Kobalt. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Ja. So, wie geht jetzt hier mit der Karte? Brauche ich nicht. Boah, Highspeed-Kobalt. Seit wann tu... Hallo, was? Wie? Die Minimap, die rotiert gar nicht mit. Warte mal, kann man das einstellen? Gameplay, ist es richtig? Freie Fahrt, Kartenmodus. Rotierend, danke. Das wollte ich haben. Ah, perfekt. Oh, dieser Speedbreaker ist einfach geil. Der macht Spaß. Ich glaube, ich war falsch. Warte mal, jetzt hier Spezial. Warum hat denn der Speedbreaker ausgemacht? Schweinerei.
So. Jetzt sind wir erstmal in der Werkstatt. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab, kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. So, nächster Gegner. Ho Soin. Sunny natürlich. Wir nehmen nur die Spitznamen. Hat einen VW Golf GTI, den ich mir nicht leisten konnte, und hat die Stärke in Rundkursrennen, die ich überhaupt nicht mag. Weil sie einfach langweilig sind. Lebenslauf. Schulbild. Ach nee, Quatsch. Moment. Lebenslauf anders. Das hier ist Sunny. Sunny. Er hat verdammt viel Zaster in seinem Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Wunder dich nicht, Punkt. Entschuldigung. Er versucht immer als erstes die neuesten Teile an seinen Wagen zu haben. Typisch Asiate. Nicht, dass ich irgendwie Klischees auspacken will, aber. Das war noch cool gemacht damals. Auch mit den ganzen Videos. Ist alles unrealistisch, aber meine Güte, das ist Need for Speed. Unrealistisch. Gehört dazu. So. Wir können ihn herausfordern, indem... Warte, wir gehen das jetzt hier nochmal. Meilensteine. Ich drücke einfach mal drauf. Ich weiß es gar nicht mehr. Moment. Wo steht denn, was ich machen muss? Gesamtkopfgeld. Da steht es doch. 20. Jetzt ist das schon wieder weg. 20.000. Drei erreichte Meilensteine und drei Rennsiege. Alles klar. Fangen wir mit den Rennsiegen ganz klassisch an. Achso, wir müssen sogar alle machen. Guck mal, was haben wir denn hier? Sprint haben wir. Ne, Bullshit. Andersrum. Rundkurs, Sprint und. Ach, K.O. ist das. Machen wir ein Sprintrennen. Das geht meistens schnell. Achso, steht dabei, wie es kopftechnisch aussieht. Kopfrisiko maximal. Oh ja. Oh ja. Ein paar Kops wegbumsen. Da habe ich Bock drauf. Ist zwar alles noch Level 1, aber meine Güte. So, wir fahren gegen, was haben wir hier? Einen anderen Kobalt? Noch einen Kobalt? Das ist das Kobalt-SS-Rennen hier. Ne, da vorne ist noch was anderes. Das ist der Zugfahrt, glaube ich. So, Ladies, dann lasst mich mal vorbei. Ihr könnt eh nichts. Ich brauche Cops. Ich will jetzt hier mal Cops schreddern. Irgendwie. Halt! Abkürzung! Ist auch voll realistisch, dass man den riesigen Stahlcontainer einfach mit dem Auto so wegschieben kann, ohne dass was passiert. Das geht auch im echten Leben so. Fahr ich wirklich nach Norden? Nö, eigentlich nicht. Oder? Eigentlich doch. Ich habe keine Ahnung. Ah, ah! Da kommt was. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Pass mal auf jetzt. Mal sehen, ob das klappt. Mann, mein Speedbreaker ging nicht. Jetzt geht er. Toll, wenn ich ihn unbedingt brauche, versagt mein Speedbreaker. Was soll das? Oh, da, da, da. Kops, 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 kops. Jetzt mach doch keine Faxen, du Penner. Ich will die Breitseite. Mein Autowagen ist zu langsam. Jetzt habe ich hier die 3 PS-Schleuder. Ach, was hat der vor? Der fährt die ganze Zeit schön brav. Jetzt. Oh, shit, das. Nein, nein, nein. Das ist ungeil. Warte, warte, warte. Nein, nein, ist wieder Ruhe. Moment. Oh. Alles gut, alles cool. Ich habe ein paar Cops hinter mir. Ich bräuchte mal so einen Cop-Breaker, wie die Dinger heißen.
Oh shit. Ne, jetzt muss ich erstmal wieder nach vorne kommen. Warte mal, ich hab was. Ich habe über 19%, ich muss gewinnen. Bravo 3-2. Wurde gerade Ne, 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 du bist mir in die Seite gefahren. Ich drehe die Sachen nicht andersrum, als sie als waren. Die Beziehung von Abkürzung. Von Abkürzung. Ich muss hier. Ach, die wollen den da vorne. Das reicht nicht mehr. Ich werde nur Zweiter. Ist das peinlich. Ah, ich dachte schon, ich wäre hier gefangen. Ich muss es, glaube ich, neu starten, ne? Boah, fängt ja gut an. Ich wäre jetzt gerne noch weiter gegen die Cops gefahren, aber geht nicht. Hier, der hat mich, der hat es versaut. Unverschämt halt sowas. Gibt es hier eigentlich was knapp vorbeifahren technisch? Nee. Block, block. So, normal versuchen. Nee, gibt nichts. Okay. Na ja, gut, das Nitro füllt sich hier auch von selber und Zeitpunkte gibt's auch nicht. Es sind mehrere Beschwerden eingegangen über ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. In Richtung Westen, auf dem Campus Circle, können sich bitte Einheiten im Gebiet überhöhte Geschwindigkeit? Ich hab grad mal 200. Überhöhte Geschwindigkeit? Oh, der kommt geil. Ha! Bam! Jawoll! Den hab ich zerstört? Ich hab ihn zerstört. So muss das sein. Ich freiwillig anhalten? Wie kommt ihr da drauf? Also ich freiwillig anhalten, dann komme ich in den Knast. Warte. So, jetzt schön hier am Heck. Und dann, bam! Jawohl. Ich bin nicht schnell, ich fahre 120. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Hier. So, tschüss. Oh, die kann doch so mega langsam. Ich bräuchte mal Nitro. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Upgraden hier ging. Werden wir dann sehen, logischerweise. Ich habe 11 Sekunden auf die, das finde ich schon mal gut. Hinter mir sind 3 Milliarden Cops. Unsere aktuelle Lage sieht vor, da ist der Verdächtige immer noch vorne flüchtig. Ich muss hier gleich noch loswerden, ne? Ey, sag mal. So, wie war das jetzt? Hier, Dingenscreen, ja, schön, 159, ist etwas lächerlich. Weiter und jetzt müsste ich, ja genau, jetzt müsste ich erstmal loswerden. Aber da ist ja so ein Verfolgungsshop heißen die Dinger. Wenn sie mir bitte folgen wollen. Da ist ja noch einer. Wo kommt denn die Ratte her? Kommt die Ratte auf einmal? Er hat sich da versteckt. Da ist noch einer. Oh shit. Ja, gib mir Windschatten. Ich hab ne Idee, was wir machen. Bam! Jawoll! Im Cobra 11-Style. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich brauch mal ein Versteck, Freunde. Da ist schon wieder so einer. Ah, der sieht mich nicht, ne? Scheiße, der sieht mich doch. Wo waren denn die Verstecke hier? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Da rechts ist auf jeden Fall eins. Oder zwei, genau. Aber es geht auf Level 1 noch so schnell. Da brauche ich gar nicht anzufahren. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. 500. In südlicher Richtung an den Heritage Heights vorbei. Drei Polizeiwagen zerstört. Jawohl. Alle letzten bekannten Fahrtrichtungen werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC 3 koordiniert. Ich habe einen Meilenstein erreicht. Wow. Menno. So, besieg Razor und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterschlupf und dem Teilnahmesystem aus. Es hält deine Fortschritte fest und zeigt dir, was du tun musst.
um einen Gegner herauszufordern. Rennen, fahr zu den Flaggen auf der Karte und benutze das Teilnahmesystem oder ruf die Blacklist auf und geh auf Rennen. Meilensteine, bla bla, Kopfgeld, bla bla, das kennen wir ja alles, das muss ich ja nicht vorlesen. Ich meine, das Spiel ist 10, 11, 12, 13 Jahre alt. Die Grundregeln für die Flucht vor den Cops, sowas brauche ich auch nicht. Das weiß ich. Zentrale hier ist Sierra 1. Ich bin ganz alleine in diesem Sektor. Fordere 1085 an. Ja, mach du mal. Alle Einheiten, ihr könnt den Einsatz beenden und wieder auf Streife gehen. Was ist das Blaue da vorne? Autohändler, Unterschlupf. Ah, Tuning Shop. Ah. Ich kann aber sofort zum Unterschlupf, ne? Machen wir das einfach mal. Wir fahren da jetzt nicht hin. So, Karrierefortschritt 0%. Wir sind sehr weit gekommen heute. 6500 Kopfgeld und 5500 Geld. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Weiteres dann in der nächsten Folge. Freitag oder Samstag. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das diesmal wurschtel. Ich weiß auch gar nicht. Egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf Most Wanted. Ja. Das ist einfach ein geiles Spiel, vor allem wenn dann irgendwann die Cops auch stärker werden. Toll. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.